Hallo, liebe Angelfreunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Unboxing und Gewinnen, unsere Tackle-Rubrik bei Big Fish Media, in der wir in jeder Ausgabe Köder, Ausrüstungsgegenstände, Routen, Rollen, was auch immer von unseren Partnerfirmen vorstellen. Tackle, von dem wir denken, dass es gut ist, dass es euch bei eurer Fischerei weiterbringt. Und das Beste ist, am Ende der Folge wird das vorgestellte Tackle-Teil dann für euch verlost. Das heißt, wir behalten es nicht, sondern einer von euch kann dann damit bei sich zu Hause oder auf Angelreise fischen. Und in jeder Folge sage ich auch was zum Gewinner des Preises vom letzten Mal, dazu am Ende. Jetzt aber erstmal zum Produkt für diese Folge. Ich habe es schon in der Hand hier, befindet sich hier drinne. Und zwar ist das diesmal ein schöner großer Kescher, also ein Kescherkopf von Anaconda, der Floating Scoop Head. Und bevor ich noch ein bisschen was dazu sage, würde ich sagen, packe ich den erstmal aus. Bau den mal zusammen, dann könnt ihr sehen, wie der aussieht, was der für Features hat und dann erzähle ich noch ein bisschen was dazu. Jetzt habt ihr den Anaconda Floating Scoop Head, also diesen Kescherkopf, mal zusammengebaut gesehen. Ich habe ihn einmal für euch aufgebaut. Kurz zur Erklärung noch, den Stab, den ich jetzt hier dabei oder dran geschraubt habe, der ist nicht dabei. Es handelt sich nur um einen Kescherkopf. Ich habe ihn jetzt nur dran gemacht, damit ihr besser sehen könnt, wie das Ding aufgebaut aussieht. Und jetzt kann ich noch ein paar Details sagen hier, wenn ihr sie nicht schon gesehen habt. Es gibt diesen Kescherkopf hier in zwei Ausführungen mit einer Armlänge von 105 und 125 cm. Also richtig ausreichend die beiden Größen für richtig große Karpfen. Hier könnt ihr sehen, also hier ist eine Menge Platz. Da passt auch der Karpfen-Weltrekord rein, würde ich sagen. Gar kein Problem. Den Namen hat dieser Kescherkopf hier, also Floating, schwimmend, von diesen beiden Schwimmhilfen oder Schwimmkörpern, die auf den Bügeln hier angebracht sind. Die haben den Vorteil, dass der Kescher, wenn ihr eben beim Drillen neben euch im Wasser liegen habt, dass der nicht absäuft. Das hatte ich auch schon häufiger bei Keschern, die sowas nicht haben. Da müsst ihr den mit dem Fuß irgendwie wieder so komisch hoch treten, damit ihr den dann greifen könnt. Das kann hier mit dem Kescher nicht passieren, weil das alles schön auf dem Wasser liegen bleibt. Und wenn der Fisch vorne ist, könnt ihr ihn einfach greifen und dann einschöpfen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Bügel sind hier schön stabil. Das kann ein bisschen Belastung ab, da ist es kein Problem. Das zweifarbige Keschernetz hier gefällt mir optisch ganz gut. Und ich hoffe, man hat es in den Detailaufnahmen auch gesehen. Unten ist ein 3 mm Netzmaterial, also das schwarze hier unten im unteren Bereich. Und das obere ist hier 6 mm Mesh, so steht es im Katalog, also 6 mm Mesh Material. Der Kescherkopf hier, der ist natürlich auch dabei. Der macht auch einen stabilen Eindruck, der wird auch nicht so schnell brechen. Und wie gesagt, das Einzige, was ihr dann noch braucht, ist halt der Kescherstab. Den müsst ihr euch halt extra zulegen. Aber dafür kann ich euch sagen, dass hier dieses Floating Scoop Head ist wirklich zu einem sehr attraktiven Preis. Könnt ihr euch ja mal ein bisschen informieren. Also dieser Kescher hier ist groß genug und der macht euch nicht arm, wenn ihr euch den neu zulegt. Also wirklich auch eine Preisempfehlung von mir. Und dann kann ich im nächsten Schritt, würde ich sagen, zur Gewinnfrage kommen und zum Preis vom letzten Mal. Da wir ja zunehmend die Unboxing- und Gewinnfolge vorproduzieren müssen, weil wir es sonst nicht mehr schaffen, kann ich jetzt den Gewinner des Preises vom letzten Mal nicht nennen. Aber, wie immer dann, befindet er sich hier unten in der Videobeschreibung. Da steht der Name bzw. der Username des Gewinners. Und wenn du dich da wiederfindest, bitte schreib eine E-Mail mit deine Adresse, einem Screenshot von deinem YouTube-Account, damit wir wissen, dass du es wirklich bist, und einer kurzen Info, bei welchem Video du gewonnen hast, damit wir das gut zuordnen können, an bigfishmedia@web.de und dann sorgen wir dafür, dass du deinen Preis zugeschickt bekommst. So, und jetzt geht es an die versprochene Gewinnfrage für den Kescherkopf. Im Video habe ich gesagt, es gibt diesen Kescherkopf in zwei verschiedenen Ausführungen. Und die Frage ist dann diesmal, welche beiden Armlängen
gibt es von dem Kescherkopf. Welche beiden? Zwei Stück, ich habe es im Video gesagt. Dürfte also nicht so schwer sein. Richtige Antwort, wie immer, hier unten in die YouTube-Kommentare reinposten. Und dann wird es einen glücklichen Gewinner geben, der dann seinen nächsten kapitalen Karpfen in diesen Kescherkopf packen kann. Und ja, dabei wünsche ich viel Erfolg, viel Spaß am Wasser. Petri Heil, macht's gut. Ciao, ciao.